Der ist immer noch nicht rekrutiert. Ich soll jetzt erstmal das Organtransportfahrzeug stehlen. Leute, ich glaube, ich bin genau der Richtige für den Job. Oh Gott, nicht, dass der Rock jetzt hier hochflattert. Oh Gott, ich hoffe, ich überlebe die Fahrt. Ganz schön aufwendig, den guten Andy hier zu rekrutieren. Scheint ja vielleicht gar nicht so ein unwichtiger Charakter zu sein. Woho! Woho! Alles für Andy. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal. Das ist doch dann mal irgendwann. Ich fahr mal. Schwer eine Einbahnstraße, Christian. Also ich weiß nicht. Mattia hat gerade Theorieprüfung bestanden. Leute, ich glaube, hier ist er. Da ist er. Das ist das Fahrzeug, nach dem du suchst. Okay. Oh! Er muss abgeschaltet werden. Ist so gleich wieder so. Ach du Scheiße. Holla. Das ist also der Schmuggelring. Sag mal, hat man hier nicht die Möglichkeit? Sind da auch wieder diese Kelly-Typen. Irgendwo die Möglichkeit. Oh, guck mal, hier können wir wenigstens mal. Was heben, senken, richtig toll. Können wir deaktivieren, so schon mal was. Was kann man dort hacken? Moment, was war das? Muss ich wieder so per Hand was machen? Die Drohne braucht dringend Urlaub. Ja, wir könnten den noch rausführen. Okay, hier musste die Scheiße dort machen, okay. Also. Mal unter uns, ne? Du könntest rein theoretisch das Ding hier mit der Spinne aktivieren, machst hier das Tor auf und fährst die Karre raus. Leute, ich finde, das klingt nach einer super Idee. Moment, was war das? Pass mal auf. Drüber werfen müssen. Ne? Okay, warte mal. Nee! Dein Ernst? Ach, ich kann doch einfach unter das Tor durchkriechen. Also wenn ich mich jetzt tarne. Wurde gesehen. Ich bin jetzt aber Wumpe. Aber die haben schon Schiss alle hier. Die sind schön abgelenkt. Sieh mal die Kamera hacken. Das Brett auf. Okay. Jetzt ist es noch nicht gereicht. Alles klar, dann mal los. Leute. Okay, die wollen alle nichts von mir. Leute, mit dem Auto, das hat überhaupt nicht geklappt. Mindfreak! Mensch, alte Rakete, ich grüße dich.
Leute, das mit meinem Fahrzeuglenken hat überhaupt nie geklappt. Wenn ich, Leute, ich weiß, wie ich es mache. Ich mache das Tor auf, wähle ihr Brunhilde, tu mich tarn, flitz dahin, steig da ein, wenn das nicht klappt. Könnte es das gewesen sein für Brunhilde? Dafür müssen wir die gute Ude mal bearbeiten. Die Drohne weg. Wir rüsten das Ding aus. Vielleicht kann ich das auch ein kleines bisschen noch pimpen, dass das ein bisschen länger hält. Schaltet einen Gegner aus größerer Entfernung aus. Tarnung hält beim Stillstehen oder langsamen Fortbewegen länger an. Naja, aber ich will ja flitzen. Kann ich das ja erstmal lassen. Wie die das dort nicht juckt, ne? Pass mal auf. Pass mal auf. Ich habe das Gefühl... Sag mal, kriege ich auch mal eine ordentlichere Kamera? Sie ist weg. Ich bin überhaupt nie weg. Ich stehe eigentlich direkt vorm Tor. Ihr kriegt das bloß nie mit, ihr Eiermaler. Sag mal. Sag mal. Diese Kamera will ich hacken. Jetzt öffne das. Ich mach den. Scheiße. Ich bewege mich langsam. Ja, Christian, das war eine super Idee. Mach das Brett auf. Mach das Brett auf. Es wäre nicht schlecht, die Organe in ein Krankenhaus zu bringen. Aber du könntest sie natürlich auch verspeisen. Mir ist das relativ egal. Du wirst verfolgt. Versuch sie abzuschütteln. Ja. Geschafft, du bist entwischt. Och! Leute! Das hat doch super... Oh, scheiße. Das hat doch super geklappt. Ich habe zwar bloß einen Zivilisten überfahren, aber ansonsten... Oh. Alles fit, mein Freak. Bei dir auch. Mensch, wir haben ja schon lange nicht mehr voneinander gehört. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ist aber mal nett, dass wieder das Navi angemacht wird. Da krieg's vielleicht mal hin, mal 5 Minuten nicht in der Einbahnstraße rumzugurken. So, ich bin hier. Ich soll auf den Parkplatz. Okay. Häng eng hier. Glückwunsch zu dem großen Sieg. Ich melde unsere Speziallieferung im Krankenhaus an und du sagst unserem Hackerfreund Bescheid. Erledigt. Mach da. Sehr gut. Jetzt kauft sich niemand mehr an die Spitze der Organspendeliste. Dadzek kann immer gute Leute wie dich brauchen. Willst du mitmachen? Echt jetzt? Fuck, ja. Wir haben ihn. Wir haben Andy. Andy gehört jetzt zu uns. Oh, jetzt haben wir einen uniformierten Sanitäter. Also wenn es irgendwann mal darum geht, ein Krankenhaus oder sowas zu infiltrieren, dann haben wir hier genau den richtigen. Krankenhausentlassung, eigenes Nutzfahrzeug und medizinische Einrichtung. Uniformierter Zugang. Perfekt. Die Verbindung zu Xbox Live wurde unterbrochen. Fehlercode Boring Sushi? Was? Was? Kann ich da wenigstens speichern jetzt? Nicht, dass jetzt hier irgendein Blödsinn passiert. Du bist offline? Ich bin also offline? Kann ich speichern? Option. Speichern. Ich will sie ins Hauptmenü.
speichert automatisch. Naja, ich hoff's mal. Schon Pferde kotzen sehen, ne? So, Leute. Ich bin glücklich. Wir haben ordentlich was geschafft. Guck mal, wo wir rumgeeiert sind, ne? Eigentlich wollten wir hier fertig machen. Und das machen wir auch. Wir machen jetzt das Ding mit Propagandastören. Damit wir das Gebiet dort unten unter unseren Fittichen haben. Und freuen uns einfach, dass wir einen Agenten haben, mit dem wir jetzt uniformierten Zugang für medizinisches Personal haben. Ich hoffe wirklich, die Mühe war es wert. Und es kommt mal die Gelegenheit. Propaganda stören und dann machen wir ein bisschen Story. Machen wir die nächste Story-Mission. Wir wollen ja auch wissen, was dort mit Angel und dieser Kelly-Tante noch passiert. Ups, ups. Zum Glück waren die aus Plaste. Spurwechsel machen. Hättest auch mal blinken können. So passiert's, Leute. Und Fahrerflucht. Ach, aber in so einer Zukunft, das ist doch bestimmt nicht aufgezeichnet worden oder so. Upsi. So, wir sind in Lambis. Propaganda stören. Das ist kein Sperrgebiet. Das nenne ich mal ein Rohr. So, auf jeden Fall oben. Also wenn ich eine Frachtdrohne hätte, müsste ich eigentlich nur hocheiern. Was ist denn hier? Balljonglage-Tutorial? Drücke die Tasten in der richtigen Zeit, um den Ball zu treffen. Oh Gott, ich kann nur die Tasten von der Xbox noch nie so richtig. Okay, nennen wir das einfach körperliches Koordinationstraining. Ich zähle für dich mit. Was soll ich tun? Ach so! Da. Oh, Scheibenkleister! Scheibenkleister! Ach, da stand jetzt RT. So war das nicht geplant. Ey, siehst du, das ist jetzt mein Problem. Das ist jetzt meine Achillesferse. Ja, jetzt kommen sie gleich mit einer anderen Taste. Ah, Brunhilde ist so ein kleines Naturtalent, oder? Kann das sein? Ich hab's so drauf. Du hast es richtig drauf. Du blamierst mich. Okay. Ist egal jetzt. Ich muss zu Dr. Reed. Ja, ich bin offline. Ich hab's mitgekriegt. Ich versteh's zwar, ne? Muss bestimmt wieder irgendein Update machen oder so. Dr. Reed, wir brauchen Sie und Ihre Frachtdrohne. Wenn Sie nicht gerade irgendwie was anderes vorhaben. Übrigens, Critical Mac, beschäftigt. Danke für die Folge. Für meinen lieben Schlaubot habe ich immer noch Bandbreite übrig, Bax. Schlaubot? So, und diesmal vielleicht nicht deaktivieren, sondern kapern. Einfach nur hier
Merle? Das könnte einen Protestanstrich vertragen. Eine Menge Leute werden das sehen. Bags? Wieso? Oh, habe ich mich versprochen? Hat er mir versprochen? Sehr gut. Erledigt. Was das Imperial War Museum angeht, bist du fertig. Aber je weniger Albion-Propaganda in Lambeth, desto besser. Ah, und da gibt's ja dann mal diese letzte Mission. Stimmt. Wir haben uns um jedes Albion-Ziel in Lambeth gekümmert. Super. Die Leute haben genug von Albion und zeigen das auch. Eine tapfere Seele hat um ein Treffen gebeten, damit wir besprechen, wie man den Bezirk wirklich mobilisieren kann. Ah, stimmt ja. Wir hatten ja dann am Ende immer noch eine Mission. Sprich mal, Auto. Das ist übel. Krieg ich's ohne Poller kaputt machen hin? So, mit dem Transporter, Hundefänger, das haut hin. Das passt zu unserem Doktor. Upsi. Mal sehen, was es hier für eine Mission gibt. Also ich fand dieses Big Ben-Ding, fand ich ja tierisch geil. Tierisch geil. Oh, du kannst... Ey, warum flüchten die immer auf die Straße? Da würde sowas so nie passieren. Meine Fresse. Oh, da ist schon der Informant. Entschuldigung, ich habe eine Panne. Hallo. Du gehörst zu diesen Dezek-Typen, die Albion das Leben schwer machen, stimmt's? Den Leuten im Viertel ist das aufgefallen. Deshalb habe ich angerufen. Dachte, ihr habt bestimmt Interesse, ihnen ordentlich in den Arsch zu treten. Ich höre. Diese Pisser haben ein Wahrzeichen unserer Stadt in eine verfluchte Propagandamaschine verwandelt. What? Und das gefällt den Leuten hier überhaupt nicht. Das Riesenrad. Es ist ein Symbol für London, nicht wahr? Ein Symbol für die Leute. Öffentlich, zugänglich, im Herzen Londons. Aber Albion hat seinen Stempel auf das verfluchte Ding gedrückt. Jetzt sehen wir darin nur noch ein Zeichen unserer Unterdrückung. Und die ganze Welt kann es auch sehen. Das zieht die Leute gewaltig runter. Ja, das ist ganz easy, Albion-Propaganda zu stören. Wir haben da quasi schon Erfahrung mit. Zuerst müsst ihr die elektronischen Sicherheitssysteme ausschalten. Und dafür braucht ihr etwas von einem der Schiffe auf dem Fluss. What? Also müsst ihr euch erstmal um die Verteidigung auf dem Schiff kümmern. Aber das ist für Typen wie euch ja ein leichtes, oder? Okay, ich gebe mein Bestes. Klar. Klar. So. Fahren wir mal weiter. Geh halt aus dem Weg! Hey! Was hat er denn? Was? Wieso wäre ich gesucht? Was soll denn das gerade? Ach, schon wieder Einbahnstraße. Irgendwann links. Oh. Wo soll ich denn jetzt hin? Ist ja irgendwo Wasser. Muss ich irgendwo hinschwimmen? Jetzt wird's spannend. Die Konsole auf diesem Schiff dient als Steuerungszentrale für den Prototyp von Antiterrorismus-Drohnen. Du kannst eine davon nutzen, um die elektronischen Sicherheitsmaßnahmen am Riesenrad zu zerstören. Seht ihr ernst? Sind da. Böse Menschen drauf? Ich muss hier mal irgendeine. Hier kann ich dich mal. Oh, Scheiße. Ah ja. Ein Geschützturm. Und eine Jagddrohne. Warte, ich kann nicht doch mal...
Ups. Also ich persönlich habe das Gefühl, das lief super. Mir passt das nur. Mit der Jagddrohne, ne? Ich sag mal, wenn ich das Ding hier hoch mache, bin ich geschützt. Leute, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Oh, vielleicht ohne nass mache? Wisst ihr, wie teuer mein Anzug war? Ah ja. Mensch, Dr. Reed, hättest du das gedacht? Boot fahren! Was war denn das? Untersuchung wird durchgeführt. Was denn jetzt? Warnung, das kommt jetzt. Jetzt aber. Scanne auf mögliche Bedrohungen. Was denn jetzt? Das sind die einzigen AT-Drohnen-Prototypen, die ich je gesehen habe. Also viel Spaß damit. Ich nehme allerdings nicht an, dass Albion dich einfach mit ihren teuersten Spielsachen spielen lässt. Also rechne lieber mit einer Reaktion. Alles klar, Ömer. Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du da warst. Maschinengewehr abfeuern. Ich soll hier Dinge zerstören. Nicht kaputt. Wo soll ich hin? Ich muss eine Datenübertragung abschließen? Da oben! Wie? Soll ich mal ein bisschen in Sicherheit? Mich doch hier nicht. So weit oben. Oh, jo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 j
zurückgesetzt. Ja, ich komm. Wo? 14%. Da kommt Ene. Irgendwo. Oh Gott. Ich hab's. Das war ja jetzt krass. Drohnenfight. Und ich hab die erst so spät gesehen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das nächste Gebiet. Lambis ist unser. Geil. Ganz viele Technikpunkte. Ganz viele Technikpunkte. Ein wunderschöner Anblick. Und wir werden neue Agenten kriegen. Ich fange gleich an zu heulen, wenn ich das Riesenrad so sehe, wie es gedacht ist. Und ich bin sicher nicht die Einzige. Fuck ja, ich krieg Gänsehaut. Das Wheel definiert quasi die Stadt, Bro. Die Albion-Farben davon abzuwischen ist symbolträchtig. Das ist unsere Stadt. Das hast du gut gesagt. Und ich bezweifle, dass der Bezirk aufgewacht wäre, wenn ihr uns keinen Tritt in den Hintern verpasst hättet. Danke, Dezek. Sauber. Flanders, mein Guter, ich grüße dich. Das wird den Leuten in Lambeth Hoffnung machen, Team. Albion kriegt in diesem Bezirk kein Bein mehr auf den Boden. Und das ist unser Verdienst. Ich bräuchte mal ein Auto. Oh, wen haben wir denn da jetzt? Warte mal, das muss ich mir doch jetzt erstmal schnell angucken. Team. Kurze Heckabklingzeiten, Zielsuchdrohnen, ziehe Drohnen auf deine Seite und kann Schockdrohnen rufen. Würde ich irgendwie gerne mal ausprobieren. Glückwunsch zum verdienten Feuerwerk. Ich danke dir, Matalia, ich danke dir. Die kann so Haufen Willkommen Drohnen bei Dezek. Größer, stärker und böser als je zuvor. Ja, ich habe richtig Bock, was Gutes zu tun. Scheiße, ja. Art und Weise zu reden. Gut, Knut. Jetzt haben wir hier natürlich den Bezirk, ne? Hier haben wir ja noch gar nichts eingesammelt. Aber, nein, Christian. Wir machen jetzt hier Mission. Navi wäre mal gut. Ich könnte einen Autopilot anmachen. Ach, das ist ja langweilig. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich würde fast mal sagen, erstens, ich verpiss mich und zweitens, wir machen jetzt eine Story-Mission und dann werden wir wieder ein paar Technikpunkte gegrindet. Ganz schön schnelle Kiste hier. Da kann jeder mit üben. Gott, wo muss ich hier... Was sollen wir hier machen? Brauchen wir rein zufällig, nur rein zufällig. Einmal medizinisches Personal. Habt ihr gesehen, wie geil ich eingeparkt habe gerade? Hätte ich bloß meine Kamera dabei. Soll ich hier rein? Halt dich nicht nochmal hier rum. Hier haben diese Kelly-Gangster Angel hingebracht. Stimmt mich nicht sehr optimistisch. Komm schon, Kopf hoch, wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Oh. Ich würde trotzdem... Was ist denn das für ein Typ, der dort an mir dranhängt? Ist das ein Triebtäter? Da dürfte ich mal erfahren, was dein Problem ist.
Alter. Los geht's, Alter. Mann. Leute, ich hab ein Problem. Das war's. Ich wollte. Du bist tot. Ziel gefunden. Ohne Mist, Leute, was war das denn? Schön! Wisst ihr, da wurde ich da eben von Zivilisten. Zivilisten! Haben mich gerade fertig gemacht. Bagley, sag mir bitte, dass alles in Ordnung ist. Im Einsatz gefallen. Das tut mir wirklich leid. Wer ist denn er? Nein, bitte nicht. Öffentliche Demonstration. Jetzt wären hier andere. Ich. Ah! War bestimmt kein Böser. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Sorry. Okay, ist kein Böser. Hier liegen nur so ein paar Technikpunkte und so ein Schüssel rum, ne? Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Ja, ich hab das ja erkannt, dass sie die Jacken haben mit diesem K drauf. Ärgert mich jetzt auch, um ehrlich zu sein. Aber ist egal. Wir haben uns für diese Spielweise entschieden, ne? Permadeath ist nun mal da. Ich war zu unvorsichtig. Ich bin selber schuld. Okay, kann man jetzt dort rein. So. Aber wir müssen auch ein kleines bisschen Ausschau halten. Hä? Jetzt kriegst du es gleich ab. Oh. Du kriegst es. Nicht Brunhilde. Ich hab's etwas erwischt. Halt, du musst gehen. Bitte lass mich in Ruhe. Mach dein Fischchen hoch. Ah, jetzt läuft's hier ein bisschen anders. Okay, ich muss. Ist da draußen los? Ah! Hab das Schwein erwischt. Wofür habe ich die Fallen? Das tust du jetzt nicht wirklich, oder? Nö. Camponari. Oh, jetzt muss ich aber erstmal gucken wegen dem Namen.
ich grüße dich. So, jetzt komme ich doch dort aber rein, ne? Ja, Brunhilde wieder, ne? Hier liegt erstmal nur so ein Audio-Log. So, jetzt müsste ich doch hier reinkommen. What? Haben wir das Ding? Wir hatten das doch... Ah, jetzt ja. Sehr gut. Schrammi, Mensch, dich grüße ich auch. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen, aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann haben wir einen Plan. Also, wir müssen in den Keller. Aber bevor wir in den Keller gehen, will ich wissen, wo dieses Technik-Upgrade ist. Technik-Upgrade, die Technik-Punkte. Ah ja! Ob ich morgen das Update von SnowRunner streamen werde? Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. So, okay, wir sollen in den Keller. Wie? Hier liegt doch was. Oha. Auweia, Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Oh, wunderbar. Sehr vertrauenserweckend. Tja, no risk, no fun, würde ich sagen. Oh, Brunhilde! Geht's dir gut? Ach du Scheiße. Diese Organspende, Scheiße. Oh. Ist das diese... Ist das Angel? Na klar, das soll die Polizistin, die wir aus dem Videolog kennen. Zeig's ihm. Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Das werden wir sehen. Schon. Hab dich auch gehört. Naja, dann sag mal hallo, ne? Aber ich, das war doch die andere. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Alles bitte. In Ordnung, Liebes? Dieser furchtbare Mann wollte sie kaltblütig umbringen. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Verzeihung, aber sind Sie nicht Caitlin Lau? Von der Polizei. Wir haben ihre Videos gesehen. Sie sind ein tapferes Mädchen, das sie Mary Kelly allein zur Strecke bringen wollen. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel... Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Um die Wahrheit zu sagen, ist ein Freund von uns aus dem EPC verschwunden. Die Spur hat uns hierher geführt. Ich kann kaum glauben, dass wir endlich all diese Vermissten gefunden haben und dabei diesen Horror entdeckt haben. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Sie müssen völlig erschöpft sein. Es wäre wohl am besten, wenn jemand von uns sie in Sicherheit bringt. Ich bleibe hier, um Angel zu finden. Vielleicht finde ich auch ihre Dateien. Die scheinen wichtig zu sein. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Sehr gut, dann ist es wohl am besten, wenn wir zusammenarbeiten. Denn nach dieser Nummer steht Mary Kelly auf unserer Abschussliste ganz oben.
Da hat Brunhilde Fakten geschaffen. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. Das so, finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Das ist gut. So. Kriegen wir das hier hin? Meine Gute. Ich werde hier drin warten. Und danke. Ja. Zusammen sind wir fertig. Fuck! Schau dich um. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clan Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Diese verdammte Mary Kelly reißt Leuten Organe raus, ohne zumindest mal Bitte oder Danke zu sagen. Um Gottes Willen, ihre armen Gesichter. Bagley, kannst du sie identifizieren? Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Puh. Ach, hier Kamera, genau. Bisschen fotografieren. Negativ. No match. Mein Gott, wie viele Menschen hat Clan Kelly dieser Folter unterzogen? Wir müssen Mary Kelly aufhalten. Hier vorn war da nur einer. Leider muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Was? Fuck. Angel. Er kannte das Risiko und dich auch, aber... Hätte nie gedacht, dass der Zack in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten, ja, muss für der Zack oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Mary Kelly zu Zero Day. Ne? Also wenn hier wirklich bloß die zwei sind. Leute, wir sind hier mit Brunhilde. Findet die Schlampe. Den übelsten Organhandelring. Wer hätte das denn bei Watch Dogs gedacht? So, hier hast du erstmal die Dateien wieder. Echt ein bisschen wie Hostel. So. Sehr gut, du hast die Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Sag bloß. Ah, Brunhilde ist schon, ne? Brunhilde, die Wilde. Du sagst es, Mattia. Oh, wir haben es anscheinend gepackt. Der Zack, Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung, ja, oder ein Häuflein Asche. Wir haben der Polizei. Es freut mich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Der Kauke an. Schon schräg, wenn der Widerstand mit der Polizei zusammenarbeitet. Aber gemeinsam haben wir bessere Chancen, Mary Kelly auszuschalten. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Bagley, kannst du bitte alle zusammenrufen? Wir müssen uns diese Dateien anschauen und einen Plan entwickeln. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Meeting anscheinend. Geil! Bloody Mary Kelly! Oh Gott. Ist das wirklich so? Also Team Briefing als nächstes. Das ist ja perfekt eigentlich, um... noch ein paar Technikpunkte einzuheimsen. Ich fange mal hier im Süden an. Leute, das ist ich habe wichtig. Eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf Was? Deiner Karte markiert. Wo?
eigentlich bin ich mit meinen Rekruten erstmal sehr zufrieden. Außer, ich muss wirklich sagen, Brunhilde darf nicht passieren. Oh Gott. Dr. Reed darf nicht passieren. Das wäre mir schon mit am wichtigsten. Oh, hier sind O-Technik-Punkte. Liegen die hier direkt so rum? Tatsache. Wo ist meine Spinne? Wo ist meine Spinne? Oh Mann. Ja, Xbox Live, ich weiß. Bearbeiten. Bearbeiten. Oh. Oh, ich dachte echt, ich muss da unter das Auto kriechen. Okay. Wir müssen dann auch mal ein bisschen unsere Upgrades mal ein bisschen einsetzen gleich. Also hier unsere Technikpunkte. Halt, ich finde es ganz wichtig, dass man das mit diese Drohnen kapern und das ist halt schon ziemlich wichtig. So, die sollen auf jeden Fall irgendwo oben sein. Ich habe eh das Gefühl, hier ist eh immer alles irgendwo oben. Oh, Bauarbeiter? Habt ihr eine Leiter hier? Wie kommt denn ihr so auf das Gerüst drauf? Ach, eigentlich kannst du da nur eins machen. Da müssen wir unseren Dr. Reed nehmen. Weil der kann dann seine Drohne immer rufen und dann aufs Dach und fertig. Eigentlich kannst du fast mit der Drohne immer von A nach B fliegen. Okay. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. So, wo? Ach, da direkt drauf. Na. Ja, dann also. Hier sind aber auch noch irgendwo. Ist hier auch noch so ein bisschen pinke. Ach, da drin. Gott, Baum. Oh, da sollen wir noch ein bisschen was pinseln. Wo denn? Ach, hier oben. Entschuldigung, Männers, ich bin einer von euch. Ich komme aus der Zukunft. Was sollen wir hier hin machen? Ja, die Wumpe. Agenten laufen auch in der Stadt rum. Wie meinst du das jetzt, Chunk? Ah, sieht großartig aus. Das bringt mir halt einfach ein bisschen Geld, ne? Aber wo will ich jetzt hin? Eigentlich ist das schon praktisch. Eigentlich kannst du gleich mit der Kiste hier weiterfliegen. Sowas wie Brunhilde läuft in der Stadt rum. Na, wir hatten das ja vorhin mitgekriegt, ne? Wo wir hier... Wer war denn das gewesen? Dieser Anwalt-Typ oder was das war. War das ein Anwalt? Irgendwie sowas. Aha. Okay.
Okay. Ist ja alles rot. Okay, warte. Bleib mal ganz cool. Bleib mal ganz cool. Ein perfekter Ort hier. Kannst du mitnehmen. Ist ja alles geklärt.